Und herzlich willkommen im Keller. Ich habe da mal was ausgedruckt. Nämlich, das kann jetzt keine Sau lesen, weil es ganz klein ist. Ich wollte Tinte sparen. The Leave No Trace Seven Principles. So, ne? Denn es gibt da diese Leave No Trace Organisation. Was machen die? Naja, die hinterlassen keine Spuren. Beziehungsweise doch tun sie, aber mehr mentaler Art. Denn sie versuchen eben, dass die von ihnen entwickelten sieben Prinzipien zum idealen Aufenthalt in der Natur im Sinne von, ja, für die Umwelt, für den Naturschutz in Sachen Nachhaltigkeit. Moment, hier steht es doch irgendwo. Die haben das besser formuliert als ich. The Leave No Trace Seven Principles are the bedrock. Also das Grundgestein of the Leave No Trace Program. So, mein Englisch, ich weiß, aber müsst ihr jetzt durch. They provide guidance to enjoy our natural world in a sustainable way that avoids human-created impacts. Na? So, jetzt wissen wir Bescheid. Also dafür ist das jetzt da. Und ich hoffe, das war alles, was ihr mir euch an Englisch meiner Person antun müsst. Ich bin überhaupt nicht Sprachgelehrter, ne? Also nur Waldgelehrter. Low-Impact Naturbesuch. Ne? Also ja zum Naturbesuch. Naturbesuch soll sein, aber dann bitte so schonend wie möglich. Was wäre die Alternative? Naja, zu Hause bleiben. Nicht wirklich, weil wenn du nicht die Natur besuchst, ist da auch nicht unbedingt der Natur mitgeholfen. Meiner Überzeugung nach, und da sind wir hier ganz konform, ne, die Zettelersteller, genau genommen bin ich der Zettelersteller, ich habe auf Drucken gedrückt, ha! und ich, wir sind da jedenfalls trotzdem ganz konform in der Frage, ja, ist es dann nicht einfach besser zu Hause zu bleiben, ne? Weil wenn ich gar nicht da bin, in zum Beispiel Nordschweden, dann kann ich da auch nicht Vegetation kaputt trampeln, die empfindlich ist und die aufgrund der sehr kurzen Vegetationsperiode, also die Zeit, bei der die Pflanzen überhaupt wachsen können, ja, da ist relativ schnell platt getrampelt und kann sich dann in einer dieser sehr kurzen Vegetationsperioden nicht erholen. Im Winter ist sie dann schon angeschlagen, weil sie halt platt getrampelt wurde und überlebt dann nicht. Und dann ist halt die wertvolle, empfindliche mitten in der Natur, wo wirklich keine Zivilisation vorhanden ist, Vegetation dann halt auch noch kaputt, weil der Ben drüber getrampelt ist und der Ben zu schwer ist. Ne? Also der Elefant im Fjell sozusagen. Wehe, jemand macht jetzt irgendwelche Witze mit einem gleichnamigen Elefanten. Die sind so alt wie die Menschheit. Na, wie dem auch sei, jedenfalls trotzdem ist es keine wirkliche Alternative, daheim zu bleiben, weil man ist ja, nur weil man in der Stadt hockt, nicht weniger Ressourcen verbrauchend, als wenn man in der Wildnis rumstapft. Ne? Genau genommen ist man wahrscheinlich erheblich ressourceneffizienter, je mehr Jahre im Jahr man durch die Wildnis stapft, weil man da halt eben aus dem Rucksack lebt. Gut, der muss erstmal hergestellt werden, aber das muss ein Haus auch. Und man kann da wirklich viel diskutieren. Tatsache ist jedenfalls, einfach nur daheim in der Stadt hocken und niemals rausgehen in die Natur, um die Natur nicht zu beeinflussen. Das müssen wir nicht wirklich diskutieren, dass das nicht wirklich so ganz die Lösung sein kann. Ne? Außerdem, vielleicht eine kleine Anekdote, als ich neulich im Wald war, waren da drei Jünglinge gerade dabei, eine umgestürzte Tanne zu zerlegen mit ziemlich viel Radau und nicht gerade besonders, sagen wir mal, professionell. Einen ganz kurzen Moment hatte ich überlegt, machst du jetzt den Radaumacher und schmeißt sie aus dem Wald? Was ich nicht kann, aber ich kann es versuchen. Und ich hatte mein großes Opinel dabei, also ich hätte sie doch rausschmeißen können. natürlich nicht. Also können schon, lassen wir das. Jedenfalls habe ich mich dann dagegen entschieden, weil, und das mache ich jedes Mal so, grundsätzlich halte ich es für immer besser, auch wenn sie noch so einen großen Radau anstellen und selbst wenn sie anfangen, Nägel in Bäume zu kloppen und Baumhäuser zu bauen und solche Späße, was ja wirklich eigentlich ein No-Go ist, halte ich es immer noch für besser, dass so Jünglinge und Jünglinginnen bitteschön immer schön in den Wald gehen sollen und da Unsinn anstellen, weil wenn sie dann mal ein bisschen intelligenter werden im Laufe ihres Lebens, das funktioniert ja nicht bei jedem, aber manche Leute, bei denen passiert das, und dann stellen sie vielleicht mal irgendwann fest, damals, als ich im Wald war, war irgendwie cool, ich könnte ja vielleicht nochmal in den Wald gehen. Im Idealfall mal gucken sie vorher mal auf YouTube nach, wie man in den Wald geht und stoßen auf mich. Und wissen dann gleich vielleicht ein bisschen, ne? Aber das ist ein anderes Thema.
Frosch im Hals. Trotzdem, in jedem Fall, ne? In den Wald gehen, per se gut. Man kriegt einfach ein ganz, 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 ganz anderes Gespür für Natur. Die bekommt im eigenen Hirn, in der eigenen Werteanschauung eine ganz, 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 ganz andere Bedeutung, wenn man die mal erlebt hat, wenn man mal gelernt hat, wie cool das eigentlich ist draußen. Wenn man nur mit Tablet, Playstation, Xbox und was es da noch so alles gibt, entsprechend aufwächst, nur, und darauf dann wahrscheinlich noch irgendwelche Survival-Simulationen spielt, in denen der Wald simuliert wird, damit man ja nicht in den richtigen Wald raus muss. Gebe zu, habe ich auch schon gespielt, macht Spaß, aber ist noch viel witziger, wenn man im Hinterkopf behält, würde draußen niemals funktionieren und das dann weiß und das schon mal ausprobiert hat. Gut, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Trotzdem, in der Natur aufhalten kann aufgrund dessen, dass jemand dann eventuell wirklich den persönlichen Stein zum Rollen bringt, der eben das Interesse daran weckt, kann das eigentlich nur gut sein. So, aber die Kehrseite der Medaille ist, wenn wir uns alle in der Natur aufhalten und da irgendwie benehmen, so wie halt eben die entsprechenden Jünglinge, dem muss man in dem Alter jetzt vielleicht nicht viele Vorträge halten, würde eh nichts bringen wahrscheinlich, in dem Alter. Aber wenn wir das dann wirklich alle machen würden und tatsächlich mal alle in die Natur gehen würden, dann sollten wir das natürlich in einer Art und Weise tun oder zumindest eine Art und Weise dafür erfunden haben und sagen wir mal verbreitet haben, die tatsächlich so einigermaßen in der Lage ist, also diese Methode, viele Leute in die Natur zu bekommen, ohne dass die Natur nicht gleich zu dem wird, wo sonst viele Leute sind, nämlich die Zivilisation oder auch eine Stadt. Ne? Also es gibt da ja durchaus Wanderwege auf diesem Planeten, die halt inzwischen derart überlaufen sind. Ja, wer die Einsamkeit in der Natur sucht, wenn das wichtig ist, der wird sie auf so einem Weg dann irgendwann nicht mehr finden. Und das ist natürlich, ja, viele Leute gehen raus, viele Leute gehen sowas wandern, viele Leute suchen da nach der Natur, nach der Einsamkeit in der Natur, finden tun sie sie nicht, weil es halt eben viele Leute sind. Und jetzt müssen wir in irgendeiner Form da einen Kompromiss finden. Ja, wenn viele Leute in die Natur gehen, ist das per se gut. Wenn viele Leute gleichzeitig in die gleiche Natur gehen, dann wird es der Natur schnell zu viel. Und jetzt kommen halt dann eben diese Prinzipien dann ins Spiel. Weil, wenn man wirklich viele Leute entsprechend in die Natur lassen, dann sollte man sich da schon als viele Leute, beziehungsweise als einer von vielen Leuten, größte Gedanken machen und sich ein bisschen schlau machen, wie man sich denn dann am ressourcenschonendsten, am Low Impact, wenig Einfluss ausübendsten, wie irgendwie möglich verhält. So, an dieser Stelle ein Schnitt, damit ich nicht nachher nochmal hier alles nochmal erzähle, wenn ich irgendwie mich verspreche und dann einen Neustart machen will. So gut es halt irgendwie geht, tatsächlich eine möglichst einflussfreie Naturnutzung zu gewährleisten oder zu ermöglichen, dafür sind halt eben diese 7 Prinzipien da. Und jetzt ist es so, dass da teilweise heftiges Zeug dabei ist. Die sind schon nah dran an, noch besser wäre, durch die Gegend zu schweben und überhaupt keine Fußspuren mehr zu hinterlassen. Denn tatsächlich ist es so, mehr oder weniger sind wirklich Fußspuren das Einzige, was man hier hinterlassen darf, was noch toleriert wird. Und alles andere eigentlich schon nicht mehr. Also für den Bushcrafter unter uns, der jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel mal versuchen würden, das Ganze einfach mal so auf den deutschen Wald zu übertragen, das, was man da so tun kann. Was nicht notwendig ist, weil unser Wald halt ein Wirtschaftswald ist und keine Urnatur, die wirklich in massivem Maß geschützt werden muss und eine gewisse Beeinflussung des Waldes durch unsere Anwesenheit eben in unserem Kulturwald, Forst, durchaus toleriert werden sollte, meiner Meinung nach, aber nicht viel, nur ein bisschen, auf jeden Fall mehr als hier drin steht. Weil, darauf will ich hinaus, wenn du das als Bushcrafter zu deinen persönlichen Leitlinien machen würdest, dann hättest du nicht mehr viel zu tun, bushcrafterisch. Mir wird noch ein bisschen was einfallen, aufgrund dessen, dass ich durch reines im Wald rumlatschen und Sachen angucken meine Zeit eigentlich ganz gut rumbekomme. Wer die entsprechende Vorbildung nicht hat, dem fallen dann doch einige Aktivitäten weg, die er vielleicht ganz gerne machen würde, nämlich das Craften. Wir wären dann nämlich nur noch beim Busch und wir würden das Craften völlig außen vor lassen, denn eins dieser Prinzipien hier, beziehungsweise ein Unterpunkt davon, lautet ganz einfach ausgedrückt, do not build, ne? Nichts bauen. Sprich, man soll nichts aufheben, was im Wald irgendwo rumliegt, take nothing, nichts, was da rumliegt, auch keinen toten Ast,
weil der wird auch von irgendjemand gebraucht im Kreislauf des Ökosystems. Irgendwer zersetzt da gerade drin rum, wohnt da drin, will den fressen und dann kommen wir und schnappen uns den toten Ast und bauen den in irgendeine Hütte ein, zum Beispiel. Das hält sich absolut in Grenzen für den deutschen Wald, vom Einfluss her. Und solange das nur wenig Leute tun. Wenn es aber jeder tut und dann in einer Gegend, wo eigentlich überhaupt keine Beeinflussung durch den Menschen stattfindet, auf einem Planeten, in dem solche Gegenden enorm knapp sind, dann ist das ein Problem. Deswegen würde ich vorschlagen, nur zu Diskussionszwecken, dass wir eher davon ausgehen, dass die Leave No Trace Principles, wenn man sie wirklich radikal anwendet, für Wildnisgebiete gedacht sind, die Wildnisgebiete bleiben sollen. Nicht unbedingt für den deutschen Wald. Da müssten wir ein paar Anpassungen entsprechend treffen. So, und nach dem ganzen Vorgeplänkel jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, zu dem ich eigentlich wollte. Nämlich, ich wollte nämlich die sieben Principles mal durchgehen mit euch und mal gucken, was man denn da jetzt eventuell eben anpassen könnte für den deutschen Wald. Inwiefern das was ist, wonach man sich auch als deutscher Waldläufer, sage ich jetzt mal absichtlich Waldläufer, weil der Bushcrafter mit Crafter-Schwerpunkt hier halt eben seine Schwierigkeiten bekommen wird, was man sich als deutscher Waldläufer da halt vielleicht mitnehmen kann und was vielleicht erstmal nicht zwingend erforderlich ist. So, und damit fangen wir jetzt an und ich mache noch einen Schnitt, damit ich, wie gesagt, nachher nicht durcheinander komme. So, und dann fangen wir mal an mit diesen entsprechenden Prinzipien. Das erste wäre, dass man quasi vorplanen und sich vorbereiten soll. Zum Beispiel Gesetzeslage kennen, da wo man hin möchte. Das ist ja in Deutschland der Fall, wenn ihr meine entsprechenden Videos gesehen habt. dann soll man eben sich auf Wetterumschwünge vorbereiten. Nach Möglichkeit zu Nebenzeiten unterwegs sein, also nicht in der Hauptsaison, sondern irgendwie außerhalb davon, in kleinen Gruppen und nicht in Riesengruppen unterwegs sein, beziehungsweise alleine ist hier scheinbar nicht vorgesehen. Dann soll man Food repackagen, um weniger Müll mitzuschleppen, und man soll eine Karte benutzen und einen Kompass, anstatt lauter Punkte im Gelände anzulegen, die der Orientierung dienen, also irgendwelche Fähnchen, Schildchen und so weiter und so fort. Gut, das betrifft aber nicht den Wanderer per se, der legt die ja nicht an, der rennt den höchstens hinterher. Deswegen der Punkt weiß ich nicht so genau. Gehen wir die noch mal kurz ein bisschen durch. Gesetzeslage kennen ist klar, macht Sinn. Prepare for extreme weather. Das hat den Hintergrund, dass man, wenn man nicht in eine Notsituation kommt, weil man von total miesem Wetter überrascht wird, auch nicht anfangen muss, riesige Mengen an Holz jetzt zu spalten, um ein riesiges Feuer zu machen, um dieses schlechte Wetter überhaupt zu überleben. Heißt, man hat vorher schon entsprechende Ausrüstung dabei, dann gibt es bekanntlich kein schlechtes Wetter. Ne? Der Spruch ist so alt wie die moderne Outdoor-Ausrüstungsindustrie. Stoßzeiten vermeiden hat einfach den Zweck, dass ab einer gewissen Dichte an Personen, die durch unsere Wildnisregion latschen, beziehungsweise durch unseren Wald, der halt dann doch mal irgendwann nicht mehr wirklich als Wildnisregion zu bezeichnen ist und dann auch vom Wald zum Park werden kann, so rein von der Anzahl an Leuten, die da eben durchrennen. Das heißt, wenn man die Wahl hat, dann geht man doch vielleicht besser zu einer Zeit, wo das nicht jeder andere auch tut. Das ist erstens angenehmer für einen selbst und zweitens schöner für die Natur. Hat aber auch den Nachteil, das muss man auch ganz ehrlich ansprechen, das wird hier nirgends erwähnt und das wäre jetzt meine erste große Ergänzung. Wenn ihr das so machst, dann gibt es dazwischen auch nie Leerzeiten. Wenn jeder versucht, zu der Zeit, an der kein anderer geht, zu gehen, geht immer irgendwer. Nie geht niemand. Und da ist es je nach Ökosystem durchaus besser, für einzelne Aspekte der Nutzung dieses Ökosystems, beziehungsweise des Besuchs des entsprechenden Ökosystems, dass sehr wohl Stoßzeiten existieren. Gucken wir uns zum Beispiel mal unsere kleinen deutschen Nationalparke an. Ne? Stoßzeiten sind da definitiv so die Wochenenden, dann sind da viel mehr Leute unterwegs, immer nur relativ wenig Leute werktags und nachts ist da so gut wie keiner mehr.
machst du jetzt eben dieses Prinzip und gehst wirklich dann, wenn echt kein anderer mehr da ist und gehst nachts, dann kommen die Tiere streng genommen, beziehungsweise einige Leute meinen das dann halt irgendwann gar nicht mehr zur Ruhe. Wenn da wirklich ständig jemand durchläuft, dann gibt es nie die Möglichkeit, mal das, den totgetrampelten Hamster auf dem Weg aufzufressen, den die ganzen Wanderer da mehrfach übertrampelt haben. Ne? Und der liegt da dann halt die ganze Zeit, bis er verwest ist, weil sich niemand drum kümmert, weil da ständig Leute, die drüber trampeln und so weiter. Wie der Hamster da hinkommt, weiß ich nicht, aber das ist jetzt halt mal so. Also, ne, das ist einer der umstrittenen Punkte jetzt aus meiner Sicht. Ich bin im Großen und Ganzen mit dieser Liste sehr zufrieden und die Leute haben sich da jede Menge Gedanken gemacht. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Mit Vorsicht zu genießen. Ne? Ob man jetzt der 1001. ist, der über den Feldberggipfel schlappt, oder der eine, der an dem einen Tag oder sonst keiner ist, trotzdem jetzt noch drüber schlappen muss, das macht dann sehr wohl einen großen Unterschied für die Tiere, die da oben zum Beispiel jetzt sich denken, oh, heute ist mal keiner da, jetzt können wir mal hier alles auffressen. Nee, doch nicht. Einer ist doch da. Der eine reicht dann schon. Ja, ne? Also, ich glaube, ist klar geworden, was ich meine. Dann wäre da noch mal diese Sache mit den Visit in Small Groups, when possible. Tatsächlich ist es so, dass wahrscheinlich die nachhaltigste Form der Landschaftsbesichtigung in einer Kleingruppe von so irgendwie was um die 4 Leute besteht. 3 bis 4 Leute, irgend sowas um den Dreh. Werden es große Gruppen, dann haben sie einfach durch die enorme Menge an Pflanzenmaterial, was sie tottrampeln, wenn sie halt irgendwo abseits der Wege unterwegs sind, einen gewissen großen Einfluss. Außerdem machen sie viel Lärm, weil sie kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren bei sowas. Man kann sich Mühe geben, ein bisschen leise zu sein. Ganz leise wird man nie sein. In einer ansonsten völlig leisen Umgebung ist man als Gruppe immer laut. Das bleibt gar nicht aus. Auch wenn man nicht den den Ghetto Blaster und ähnliches dabei hat und auch nicht unbedingt noch am Lagerfeuer singen und Gitarre spielen muss, dann ist man trotzdem immer noch vergleichsweise laut. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn jetzt mit den Solo-Menschen? Sind 5 Solo-Menschen besser als eine Kleingruppe von 5 Personen? Nö. Dann bestimmt nämlich nicht mehr. Zwar trampelt eine Kleingruppe von 5 Personen immer noch mehr Gemüse tot, als es 5 Solo-Menschen tun, weil die an 5 verschiedenen Plätzen lagern und an ihren Plätzen jeweils einmal über alles drüber trampeln und nicht an einem Platz lagern, an dem dann 5-mal über alles drüber getrampelt wird. Denn die Vegetation kann eine gewisse Übertrampelung immer ertragen und eine Einzelperson wird selten, da wo sie abseits von allem nächtigt, ausreichen, um da einen bleibenden Schaden zu verursachen. Also als Einzelperson kann man sich wegen dem wirklichen Fußabdruck, um den es hier die ganze Zeit ja im Endeffekt geht, braucht sich eine Einzelperson tatsächlich wenig Sorgen machen. Da ist eine Gruppe erheblich interessanter und wird da mehr Schaden verursachen. Allerdings, wenn eine Gruppe einmal lärmend an einem Haufen Wild vorbeiläuft, egal welches, dann kann das Wild kurz ausweichen, dann kommt es wieder, dann hat es seine Ruhe. Wenn da im Abstand von 2 Stunden jeweils eine Einzelperson vorbeiläuft, vor der das Wild genauso flüchtet wie vor der Gruppe, dann ist das Wild genervter, als wenn es eben eine kleine Gruppe gewesen wäre. Also man muss in diesem Zusammenhang dann schon eben differenzieren. Da gibt es Sachen, die sind gut, da gibt es Sachen, die gibt's nicht, sind nicht so gut und jetzt muss ich dringend den Akku wechseln, sonst geht er nicht gleich aus. Ah! Akkuproblem gelöst. Wir schnappen uns wieder den Zettel und stellen fest, dass Umpacken von Food, um Müll zu reduzieren, nur dann was bringt, wenn man nicht vorhat, seinen Müll wieder mit nach Hause zu nehmen. Grundsätzlich ist das natürlich in jedem Fall eine gute Idee. Ja, gar kein Thema. Aber wenn du jetzt sagst, na und, ich nehme das Zeug in 3 Tüten statt in einer mit, ich nehme dafür alle Tüten wieder mit nach Hause, ist der Effekt derselbe. Wer das also tragen möchte, scheißegal, im Grunde. Ne? Ist ganz gut, dass hier steht. Da hat man es im Hinterkopf, denkt man dran, alles super. Aber da finde ich den Einfluss dieser Maßnahme, das hält sich jetzt in Grenzen. Außer man sagt, es besteht ein Risiko, dass jemand dann sagt, jetzt habe ich zu viel Müll, jetzt werfe ich in die Landschaft, weil ich zu viel Müll mitgenommen habe generell. Ne? Das könnte natürlich sein. Und dann soll man eben eine Karte und einen Kompass benutzen anstatt eine Flagge. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Also das spielt in Deutschland und in allen Regionen, in denen ich war, verstehe ich wirklich nicht, was damit gemeint ist. Ich habe auch nochmal in den näheren Ausführungen nachgelesen. Keine Ahnung. Lassen wir es einfach mal offen.
Ja, der ganze Kram, der hier jetzt steht, das ist definitiv auch in Deutschland so. Da kommt noch erschwerend dazu, dass große Gruppen im Wald dann schlicht und ergreifend gar nicht erlaubt sind. Das muss man erst anmelden und genehmigen sich lassen und so weiter und so fort. Mein großes persönliches Dilemma, sonst würde ich ja dauernd mit euch durch die Gegend latschen, wenn das so einfach wäre. Also gefühlt dauernd, nicht wirklich. Aber ja, jedenfalls, das ist nochmal separat anzumelden. Und ja, das mit den möglichst in Nebenzeiten immer unterwegs sein, damit quasi immer jemand unterwegs ist. Das ist auch gerade eben im Fall von uns, wo das Wild ja schon relativ beunruhigt ist, wenn halt jemand vorbeiläuft, relativ. Nicht so sehr, wie viele behaupten, nicht so wenig, wie manche behaupten. Irgendwas dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit sein. Gut, Travel and Camp auf Durable Surface soll man machen, ne? Also sprich, wir sollen übernachten und unterwegs sein. Auf Oberflächen, die nicht kaputt gehen, wenn man drüber trampelt. Da kommt jetzt auch wieder dieser Effekt mit der Gruppe dazu, und das habe ich ja schon gesagt. Trampeln viele Leute am gleichen Tag, also innerhalb kurzer Zeit, über eine und dieselbe Pflanze, dann ist die irgendwann hin. Trampelt nur einer mal ganz, ganz kurz an einem Tag im Jahr über eine Pflanze, das kriegt die noch relativ gut hin, ne? Und die meisten Pflanzen werden wahrscheinlich gar nicht vertrampelt, wenn immer nur Einzelpersonen unterwegs sind. Weil ein Lager von einer Einzelperson, da geht einfach nicht so viel Pflanze flöten, weil diese Einzelperson da einfach nicht so viel rumläuft. Eine Gruppe hingegen, die dann vielleicht noch auf die Idee kommt, eine Runde Frisbee zu spielen im Lager, da sieht die Sache dann ganz anders aus. Aber gehen wir das mal durch. Was ist denn durable Surface? Rock, Gravel, Dry Grasses or Snow? Das sind tatsächlich so mehr oder weniger die einzigen, auf denen man fast so gut wie überhaupt keinen Schaden anrichtet. Tatsächlich macht man wirklich gar keinen Schaden auf Sand, auf Gravel, also Kies und alles, was damit zusammenhängt, und auf tiefem Schnee. Da ist es wirklich wurscht. Bei Rock, also Fels, da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Wenn da nämlich Flechten drauf sind, sind die teilweise auch sehr trittempfindlich und gehen schnell kaputt, wenn man drüber trampelt. Da kann es dann besser sein, sogar durch die empfindlicheren Vegetationsschichten auf dem weichen Boden, sage ich jetzt mal vorsichtig, durchzulaufen, weil das immer noch, ja, die das abkönnen und eine Flechte sofort kaputt geht. Was wäre denn jetzt allerdings eine schöne Gegenmaßnahme, wenn man jetzt als Gruppe in sowas unterwegs ist und man hat zum Beispiel ein Lager 200 Meter neben dem Fluss und man muss häufiger mal zum Fluss, um Wasser zu holen? Ja, dann geht man einmal oben zum Fluss, einmal in die Mitte zum Fluss, einmal unten zum Fluss, jeweils nur noch Möglichkeit zwei Personen oder was. Oder halt wirklich auf noch mehr unterschiedlichen Wegen, einfach damit man nicht mehrfach auf dieselbe Pflanze drauf trampelt. Dass man also bei jeder Bewegung im Lager im Idealfall einen ganz anderen Weg geht und teilweise auch noch einen großen Umweg, einfach um nicht nochmal über dieselben Pflanzen zu trampeln, über die man jetzt schon getrampelt ist. Das klingt krass aufwendig, das ist es auch, aber tatsächlich ist das die nachhaltigste Methode, keine Spuren in der Landschaft zu hinterlassen. Eine große Gruppe, die irgendwo lagert, hinterlässt sehr schnell noch über Jahre auffindbare Spuren in der sehr empfindlichen Wildnisvegetation. Was steht denn hier noch so? Ja, man soll 200 Feet vom Lakes and Streams entfernt lagern. Das macht definitiv Sinn, weil erstens hat es da drin auch wieder Tiere, die nicht gestört werden wollen. Zweitens hat es Tiere, die dahin wollen und irgendwie am Lager vorbei müssen. Und drittens könnte es sonst passieren, dass irgendwas im Lager ausläuft, sei es eine Person oder etwas anderes, und im Wasser landet. Nehmen wir mal an, es gibt einen Unfall mit dem Kocher, bisschen Benzin läuft aus, direkt ins Gewässer. Ne? So. Und ein ganz wichtiges Prinzip ist: Good campsites are found, not made. Also heißt, und das ist jetzt wieder was in Deutschland echt jetzt bei der Buschgrafterschaft gleich erstmal einen gewissen Was? Aufschrei eventuell erzeugen könnte. Du sollst dir kein Lager bauen, sondern du sollst schon einen guten Lagerplatz finden und nicht das, was die Natur zur Verfügung stellt, als unzureichend einstufen und anfangen, da jetzt deinen Lebensraum persönlich nach den eigenen Bedürfnissen einzurichten. Heißt, brauchst noch einen Stuhl, brauchst du da noch ein Bett? Baust du noch ein Baumhaus und sammelst sämtliches Totholz der näheren Umgebung ein, am besten wirklich absolut alles, weil du viel brauchst, um dir da eine schöne Hütte hinzubauen.
Das kann man zwar schon machen, das ist auch nicht verboten. Unter gewissen Bedingungen und unter ganz seltenen super Sonderbedingungen hält sich der ökologische Schaden, wenn das mal einmal irgendwo gemacht wird, auch in Grenzen. Ich will jetzt nicht zu sehr rumstänkern, aber im Endeffekt, nehmen wir mal an, das machen irgendwann mal viele Leute, da haben wir den Salat. Und das ist definitiv auch in Deutschland so, dass dieses Prinzip, also ein schöner Platz, ein schöner Lagerplatz, der wird gefunden. Man sucht sich die optimale Stelle, an der man dann mit minimalem Aufwand eine ganz einfache Übernachtungseinrichtung aufbaut in Form von einem Tarp, einer Isomatte, fertig. Und natürlich liegt man dann mit dem Schlafsack dann, aber das spielt ja keine Rolle mehr. Oder eine Hängematte aufhängt. Noch so gesehen für den Boden sogar noch ein bisschen besser. Abgesehen davon, dass man um die Hängematte wahrscheinlich relativ viel drum rumtrampelt. Was man aber auch tut, wenn man einen Tarp aufhängt. Wer also jetzt unbedingt ein Argument für Hängematte haben möchte und behauptet, man schont dann damit den Boden, da hat man dann unter Umständen leider sogar recht und ich bin schlecht, weil ich der Bodenschläfer bin. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz wichtig, eben dieses Good Campsites are found, not made. Man soll nicht die Landschaft annektieren. Mach dir die Landschaft, die Natur nicht untertan. Verändere sie nicht, bau da nicht irgendwas hin, mach da nicht das, was wir Menschen, seit es uns gibt, als Homo sapiens spätestens getan haben und pass dich dem Lebensraum an, nicht den Lebensraum dir. Das ist so die zentrale Botschaft und damit hat sich alles andere, was hier noch so steht, fast schon erledigt. Wichtig, wenn es irgendwo einen dünnen Pfad durch die Landschaft gibt und es regnet viel, dann ist dieser dünne Pfad meistens ein Bach, beziehungsweise ein ziemliches Matschloch. Dann soll man trotzdem durch den Matsch latschen und nicht immer am Rand des Weges entlang, weil der wird immer breiter. Wenn das jeder macht, da gibt es wirklich viele Beispiele, gerade auf viel begangenen Wildniswegen, wie zum Beispiel auch im Kunstlegen, da gibt es so einzelne Abschnitte, da ist der Weg halt gefühlte 10 Meter breit, einfach weil da der Boden so scheiße ist, dass immer die Mitte, immer da, wo der Weg gerade ausgelatscht war, ein solches Matschfeld entstanden ist, dass dann man halt eben nebendran vorbeigelaufen ist. Und irgendwann war da auch Matsch und dann ist man wieder nebendran vorbeigelaufen. Damit gibt es da jetzt quasi ganze Autobahnen in Anführungszeichen durch die Landschaft. Eben durch diese ständige zur Seite ausweichen, das soll man dann doch bitte auch vermeiden und dann halt in Gottes Namen durch den Matsch durchlatschen. Viel besser ist am Rand eh auch nicht. Das stimmt auch, das bringt meistens wirklich nichts. Viele Abschnitte ist man sogar schneller, wenn man einfach wirklich in der Mitte durchlatscht und sich auf seine hoffentlich wasserdichten Stiefel verlässt. Und anstatt da wirklich jetzt diese umständliche, oh, jetzt ist hier ein bisschen trockener, oh, jetzt muss ich nochmal 5 Meter darüber, da ist jetzt da ein bisschen trockener und oh, ne, ich gehe nochmal 3 Meter in die Mitte und so weiter, bringt dann auch nicht mehr allzu viel. Grundsätzlich soll man Campsite small halten, wo es gibt, in dafür vorgesehenen Gegenden sofort halt Zelten, wenn irgendwelche prädestinierten Stellen ausgewiesen sind, wo man normalerweise zelten soll, dann sollte man das auch tun, wenn man es irgendwie machen kann, dass man das eben entsprechend hinbekommt. Und ganz, ganz wichtiger Hinweis, wenn eine Stelle schon so aussieht, als würden hier ständig Leute lagern und da ist der Boden ohnehin schon kaputt und da wächst eh schon keine Vegetation mehr, dann da drauf lagern, weil da ist eh schon egal. Also wichtig, Stellen, die schon degradiert sind, die dann umso mehr nutzen, um nicht halt eben noch mehr kaputt zu machen. Irgendwann ist nämlich Wurscht. So, ja, dann kommen wir zum dritten Punkt. Das geht ganz schön lange, hätte ich gedacht, das wird kürzer. Dispose of waste properly. Ne? Also da geht, das können wir jetzt kurz fassen, dazu habe ich schon einiges erzählt. Den Müll nehmen wir mit. Das wäre die erste wesentliche Information. Und unsere festen Hinterlassenschaften biologischer Art, die verbuddeln wir. Und was noch? An dieser Stelle eine kleine Ergänzung, die ich nachträglich aufspreche, die man gerne vergisst, weil es nämlich ein Frau-Thema ist. Ne? Also wohin mit quasi Binden, OB, Tampon quasi, also all dieses Zeug, was es da halt eben entsprechend gibt. So, da habe ich mir jetzt sagen lassen von einer erfahrenen Outdoor-Kollegin, dass es da ja eben diese komischen Menstruationstassen-Dinger gibt, die keinen Müll produzieren, die dann eben für Wildnisgebiete ganz gut geeignet sind, weil man dann halt eben das Zeug nicht da lassen muss.
hat man doch so ein Zeug dabei, dann gibt es die wohl jeweils auch in biologisch abbaubarer Variante, die entsprechenden Hilfsmittelchen. Die kann man dann auch verbuddeln. Das ist allerdings nicht im Sinne der Leave-No-Trace-Philosophie, sondern das ist eher so eine, nicht ganz Optimallösung. Ich persönlich würde sagen, das geht aber schon, sofern es eben die biologisch abbaubaren ohne Plastikbändchen oder ähnliches Teile sind. So, und wer das also auch nicht möchte und sich dann super korrekt verhalten möchte, der muss dann das Zeug halt eben tatsächlich einsammeln. Das ist auf kürzeren Touren ja sicherlich irgendwo bis zu einem gewissen Grad noch möglich. Und dann halt wirklich auch mitnehmen bis zur nächsten Mülltonne. Zumindest wäre das jetzt eben das, was nach dieser Leave No Trace Philosophie hier, die wir hier besprechen, vorgeschrieben bzw. empfohlen wird. Ne? So viel zu dem Thema. Waschen tun wir uns in einem Gefäß, inklusive unser Geschirr, das wir entfernt von der Wasserquelle, von der Trinkwasserquelle aufstellen. Ne? Also sprich, wir holen uns im Bach ein Topfwasser, gehen damit weit vom Bach weg und kippen uns den dann über die Rübe. Zum Beispiel, wem das jetzt als Wäsche ausreicht. Hatte ich Touren mit großem Topf, habe ich den großen Topf dann halt quasi immer in Form von Kopf reinhängen, zwecks Haare waschen und ähnliches verwendet. Und dann muss man sie halt mit dem Waschlappen davor stellen und diesen machen oder was auch immer da halt gerade entsprechend gereinigt werden soll. Das gleiche gilt für Geschirrspülen, auch dann eben in einem entsprechenden Gefäß. Es ist dann wirklich eigentlich fast schon notwendig für eine sinnvolle, für einen schonenden Umgang mit Gewässern, in irgendeiner Form eine Waschschüssel dabei zu haben auf Natur. Ich hatte eigentlich jetzt in den letzten Jahren immer irgendwas dabei, wo das einigermaßen ging. Ohne Seife kannst du auch direkt in den Bach springen. Deswegen, das war so meine Hauptmethode, wenn ich mich dann mal outdoors waschen musste. Ich gebe zu, so oft mache ich das nicht. Ich bin dann kaltwassertechnisch nicht ganz so mutig. Aber so, wenn es 5 Tage keine Gelegenheit gibt, sich anderweitig sauber zu bekommen, ab dann wird es Zeit. Bei Solotouren, wenn da andere Leute dabei sind, dann auch häufiger. Ne? Man will ja nicht alle voll stinken. Das jedenfalls nur noch mal kurz am Rande angemerkt. Toilettenpapier soll man nicht verbrennen, das wissen wir ja inzwischen, dass dadurch ganze riesige Waldbrände entstehen können. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich spreche. Sondern man soll es einpacken und mitnehmen. Das ist tatsächlich die allerbeste Lösung. Wenn das nicht geht und man in Regionen unterwegs ist, wo die Abbauraten von Zellulose relativ hoch sind, dann kann man es auch mitverbuddeln, dann wird es so schnell zersetzt und abgebaut, dass dann auch nicht weiter dramatisch ist. Deswegen Anpassung, deutscher Wald, da kannst du dein Klopapier ruhig mit vergraben, das ist nicht schlimm. Na klar, kann man es auch mit nach Hause nehmen. Das ist noch besser, selbstverständlich. Ja, aber ja, wer super vorbildlich sein möchte, der macht das. Ganz einfach. Punkt 4 ist das jetzt. Der eben war der Dreier. Leave what you find. Sprich, findest du irgendwas Interessantes, guckst dir an, mach ein Foto, mal ein Bild, lass es da. Hebst nach Möglichkeit, wenn du es aufhebst, dann legst du wieder genau dahin, wo du es gefunden hast. Das gilt zum Beispiel auch für Cultural or Historic Structures and Artifacts. Das ist sicherlich relativ wichtig. Mal angenommen, man findet irgendeine versteinerte Cambium-Schnecke, so ein Nautilus-Ding da und so weiter und so fort in Form von einer Steinplatte, die irgendwo mitten in der Wildnis liegt. Dann entweder, also ich habe großen Respekt, wer die in den Rucksack packt und mitschleppt, aber noch besser wäre natürlich, ein Foto zu machen, sie da zu lassen, damit der Nächste, der das Ding da findet, sich auch darüber freuen kann, bis dann irgendjemand feststellt, dass das natürlich ein Fake ist und da eigentlich nichts zu suchen hat, was wahrscheinlich ist in solchen Situationen. Aber trotzdem nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich so, dass man da was Historisches findet. Es gibt ja auch durchaus Regionen auf der Welt, bei denen man sowas auf einer Wanderung tatsächlich mal entdecken kann. Dann sollte man es auf jeden Fall da lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch aus der archäologischen Sicht zu sehen, egal was man findet und auf dem Schwarzmarkt vertickt, es ist quasi nichts mehr wert für die Wissenschaft, wenn der Fundzusammenhang fehlt. Man muss also bei einem Objekt, egal was für ein krasses Ding das ist, immer wissen, wo ist es gelegen. Wo exakt ist es gelegen? Nicht so grob in welcher Region, also ja, da irgendwo da zwischen den drei Bergen, sondern wirklich exakt. Ganz exakt. Der Fundzusammenhang, der ist mindestens genauso wichtig wie der Fund selber. Teilweise wäre es interessanter zu wissen, da hat
Foto von gemacht. Das hat exakt da gelegen. Damit könnte man von der wissenschaftlichen Erkenntnis her wahrscheinlich noch mehr anfangen als mit dem Objekt selbst. Also der Fundzusammenhang ist, das ist wirklich so wichtig, das kann man gar nicht oft genug sagen. Dann soll man natürlich auch keine Pflanzen ausrupfen, wenn sie es vermeiden lässt, bei essbaren Sachen. Das verbieten sie hier nicht. Sie meinen allerdings, dass man dann es nicht übertreiben soll mit der Menge an dem, was man da futtert und die Pflanzen dann so erntet, dass sie im Bestand nicht bedroht werden. Soll heißen, wenn du irgendwo 3 Knöllchen knöterig findest, und denkst dir, oh ja, ich hätte mal Bock auf Knöllchenknöterich und reich die 3 raus, dann sind an der Stelle überhaupt keine Knöllchenknöteriche mehr und du hast ihn in einem kleinen Areal quasi ausgerottet. Das sollte man natürlich sein lassen. Man sollte also nur da 3 Knöllchenknöteriche entnehmen, wo 100 Knöllchenknöteriche vorkommen, sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Also bei 50 wäre es auch schon möglich. Einfach die Population nicht gefährden, den Bestand nicht gefährden beim Sammeln von Pflanzen, wenn das halt Sinn macht, wenn man sie für irgendeine wirklich sinnvolle Tätigkeit gebrauchen kann. Botaniker, bin ich völlig von überzeugt, dürfen sich einzelne Exemplare für ihr persönliches Herbarium immer mit nach Hause nehmen. So, das sage ich jetzt einfach mal. Das muss. Selbst wenn es geschützte Pflanzen sind, fürs persönliche Herbarium ein Exemplar im Leben. Ich glaube, das ist noch, wenn man Botaniker ist. So. Aber auch da natürlich nicht das eine Exemplar, das auf dem ganzen Berg steht, sondern auch schon, wenn es ein paar sind. Ne? Also ganz so krass machen wir das natürlich nicht. Dann soll man bitteschön vermeiden, Non-Native Species einzuführen. Das heißt, dein Ochsenfrosch, den du im Rucksack dabei trägst, den darfst du bitte nicht in Australien aussetzen, wobei inzwischen ist auch schon zu spät. Aber deine Katze nicht in Neuseeland aussetzen. Ach Mist, auch schon zu spät. Oder das Opossum. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann, das habe ich ja quasi schon angedeutet, steht hier jetzt nochmal wirklich das ganz Krasse, was dem Bushcrafter für den deutschen Wald und generell für Wälder der Welt doch ein bisschen aufstoßen wird. Du sollst nach den Leave-No-Trace-Prinzipien überhaupt nichts bauen. Keine Dinge, keine Möbel bauen, keine Hütten bauen, nix. Den Lagerplatz muss völlig unberührt aussehen, sobald du wieder weg bist. Hast du ein bisschen Zeugmaterial zur Seite gestarrt, damit du Platz hast zum Liegen, damit du nicht auf Tannenzapfen und Ähnlichem drauf liegen sollst? Tannenzapfen, ne? Wer den Gag kapiert hat, der kann das mal in die Kommentare schreiben. jedenfalls. Dann sollst du das aber bitte da auch wieder hinlegen, wo du es weggenommen hast. Oder beispielsweise, man findet eine schöne ebene Stelle, aber mitten in dieser ebenen Stelle gibt es einen großen Stein. Gut, dann buddelt man den halt aus und kippt ihn zur Seite und dann kann man da schlafen. Muss man das Loch halt mit irgendwas vollstopfen. Wenn man wieder geht, macht man das, was man aus dem Loch, was man ins Loch reingestopft hat, macht man wieder raus, legt es dahin, wo man es her hat und rollt den Stein wieder genau ins Loch, damit man wirklich nicht sehen kann, nach Möglichkeit überhaupt nicht, dass hier jemals ein Lager gestanden hat. Und das beim Zusammentragen riesiger Holzmengen, insbesondere in einer Landschaft, in der es zum Beispiel davon gar nicht so viel gibt, natürlich eine große Beeinflussung des Ökosystems stattfindet und von Leave No Trace dann keine Rede mehr sein kann, das ist absolut einleuchtend, auch wenn das wirklich dem einen oder anderen Bushcrafter natürlich übel aufstoßen sollte. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, ich sage nicht, man muss jetzt alles machen, was hier drin steht, ich möchte das einfach nur mal mit euch zu eurer Information durchsprechen, dass es diese Prinzipien gibt, dass es Leute gibt, die sich da mal Gedanken gemacht haben und dass hier wirklich eine Liste ist von Maßnahmen, die einen im höchsten möglichen Maße nachhaltigen Aufenthalt in der Natur ermöglichen. Wer jetzt sagt, gut, das ist mir zu krass, ich will das nicht, ich will mehr Spaß haben, ich möchte unbedingt was bauen und nehme dafür in Kauf, dass ich dann nicht den höchstmöglichen Maß an Nachhaltigkeit erreiche, dann können Sie das natürlich so machen. Das kann euch keiner verbieten, sofern es nicht sowieso verboten ist, da wo ihr das dann entsprechend vorhabt. Aber selbst dann kann es wahrscheinlich keiner korrigieren. Das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Also der Wille zum perfekten, nachhaltigen Umgang mit der Natur, der muss intrinsischer Natur sein. Heißt, der muss von innen heraus, von einem selbst kommen. Zwingen kann einen dazu niemand. Das ist wichtig. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Man kann es versuchen, es bringt aber nichts. Deswegen sollte man es auch gar nicht versuchen. So, Nummer 5.
Minimize Campfire Impacts. Und das ist der eine Punkt, wo man sagen kann, da sind sie jetzt nicht so nachhaltig wie geht. Weil Campfires sollen zwar so klein wie möglich sein, möglichst in schon vorhandenen Feuerstellen gemacht werden. Man soll unterwegs, wenn man an einen Lagerplatz kommt, wo es zum Beispiel 3 Feuerstellen mit Steinen umrandet gibt, dann soll man 2 davon abbauen und nur noch eine übrig lassen und die anderen unkenntlich machen, damit auch wirklich nur noch diese eine Feuerstelle genutzt wird, zum Beispiel. Aber trotzdem, Feuerstellen sind möglich. Feuer machen ist erlaubt, sozusagen. In Gegenden, in denen es sowieso erlaubt ist, wo keine Waldbrandgefahr herrscht, wo das Holz vorhanden ist und so weiter und so fort. Also mit vielen Einschränkungen, aber es ist soweit okay. Man darf also Feuer machen. Das haben sie sich nicht getraut, das zu verbieten. Noch nachhaltiger, noch ressourcenschonender wäre tatsächlich zu sagen, mach kein Feuer. Böp. Egal wo, auch wenn es geht. Nein, mach es nicht. Das haben sie sich nicht getraut. Das finde ich ganz interessant. Also man will einem den Spaß in der Natur auch nicht völlig vernichten mit diesen Regeln, weil in Regionen, in denen man Feuer machen kann, nie ein Feuer zu machen, das ist schon hart, ne? Das ist schon richtig, richtig, richtig hart. Der ganze andere Kram, also zum Beispiel das nichts bauen, keine Möbel errichten und so weiter und so fort, das ist für manche Leute bestimmt wirklich auch ein großes Problem, wer da gerne rumhandwerkelt. Mich persönlich trifft das überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, aber wenn man dann jetzt auch nicht mal Feuer machen dürfte, das wäre schon heftig. Trotzdem wird empfohlen, wo immer möglich und generell einen Kocher mitzuführen, Brennstoff mitzuführen, weil ein Kocher leaves no trace, ne? Wo man den aufgestellt hat mit einer vernünftigen Unterlage, da passiert gar nichts, das siehst du hinterher nicht, dann wäre ist es so, als wäre da nie jemand gewesen, weshalb eben so ein Kocher nach dieser Anleitung immer vorzuziehen ist, wenn Feuer so klein, so nachhaltig wie möglich, nicht riesige Holzstücke nehmen, klein hauen, in riesigen Mengen Holz verbrennen und auf keinen Fall eben Stücke, die so groß sind, dass sie einen eigenen Lebensraum für einzelne Tierarten und so weiter und so fort darstellen. Also so richtig dicke Äste jetzt verheizen, das ist dann auch eben im Rahmen dieser Anleitung hier ganz bestimmt nicht vorgesehen. Wenn man ein Feuer macht, dann soll man das Holz, das man verwendet, auch bis zur Asche runterbrennen. Heißt, du hast schon ins Feuer geschmissen, dann brenn auch, dann nutz es auch so lange, wie irgendwie damit Flamme erzeugt werden kann. Ne? Nutz noch die Glut, lass die Glut schön auskühlen, damit dann wirklich nichts mehr übrig ist von dem verkohlten Holz. Weil verkohltes Holz ist definitiv was Spuren hinterlässt. Das weist nur auf eine einzige Sache hin, nämlich, oh, hier war mal eine Feuerstelle. Beziehungsweise hier in der Nähe hat mal jemand eine Feuerstelle betrieben und jetzt da das verkohlte Holz ins Gebüsch geschmissen und solche Sachen. Deswegen möglichst runterbrennen bis zur Asche, die Asche großräumig verteilen, das düngt sogar noch ein bisschen die Landschaft, ist natürlich auch wieder ein gewisser Einfluss, man hat aber die Nährstoffe für vorher der Landschaft schon entnommen, weil man ja das Holz gesammelt hat, an einem Ort zentriert, die Nährstoffe in diesem zentralen Ort jetzt quasi bereitgelegt, verteilt man sie jetzt wieder in der Landschaft, dann macht man nur wieder gut, was man vorher sowieso schon gesammelt hat. Also das Argument, oh, was ist das hier Dünger, da dünge ich ja die Landschaft, das zählt also quasi nicht, weil man hat es ja vorher schon entnommen, da kommt ja nichts dazu, sondern lediglich das zurück, was man vorher rausgeholt hat. Für diejenigen, die das nicht wissen, die Asche enthält nämlich die ganzen wertvollen Nährstoffe, die knapp sind für das Pflanzenwachstum. Ne? Also alles außer Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff. Stickstoff ist auch noch relativ, in relativ hohen Mengen entsprechend drin. Ne? Also das sind so die Sachen entweichen bei der Verbrennung zumindest zum Teil. Also Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff entweichen vollständig. Stickstoff kann noch ein bisschen drin bleiben, aber der meiste geht auch irgendwie raus. Na, man kennt sie nicht. Wer kennt sie nicht? Die lieben Stickoxide. Jetzt zurzeit bei der lieben Motorendiskussion ja in aller Munde. Jedenfalls die ganzen anderen Sachen, die selten und lecker und wichtig sind. Magnesium, Calcium, Eisen, Molybdän. Molybdän ist gar nicht so wichtig, aber lassen wir das. Jedenfalls, die bleiben alle in der Asche zurück. Und das wäre halt auch nochmal einfach wichtig, um das Ökosystem nicht zu beeinflussen, ihnen diese wertvollen und meistens knappen Nährstoffe nicht wegzunehmen, indem sie mitten in einer Feuerstelle, in einem Kreis von verbrannter Erde, wo keine Wurzel reinwachsen möchte, da dann halt nicht rumliegen, sondern schön großflächig in der Landschaft verteilt werden. Das ist was mir persönlich einfach wichtig ist, das nach dem Feuer machen zu machen. Das ist auch was man in Deutschland
gut machen kann, wenn man bei uns im Wald ein Lagerfeuer gemacht hat und oder auch eine Feuerstelle vielleicht mehrfach verwendet hat, was ohnehin sinnvoll ist, um einfach die Zahl der angelegten Feuerstellen zu reduzieren, dass man dann irgendwann auch mal hingeht. Jetzt habe ich aus der näheren Umgebung hier mehr oder weniger sämtliches Brennholz weggesammelt, was es überhaupt gab. Jetzt gehe ich mal los und verteile wirklich im großen Maßstab, wirklich großflächig hier mal ein bisschen Asche, da mal ein bisschen Asche und so weiter und so fort. Ne? Das ist wirklich eine ganz, ganz sinnvolle Maßnahme. Das war mir jetzt an dieser Stelle nochmal wichtig. Gut, 6. Also wir haben es jetzt fast. Respect Wildlife. Ne? Das haben wir auf diesem Kanal auch schon relativ ausführlich behandelt. Wenn du ein Vieh siehst, dann aus der Distanz beobachten, nicht hinrennen, nicht verfolgen, generell einfach nicht annähern, ist bei manchen Tieren durchaus sinnvoll. Zum Beispiel ein Moschusochse. Ne? Wenn ein Moschusochse dich aufspießen will, beziehungsweise dich mit seiner Stirnplatte zermanschen, dann tut er das auch. Nichts stoppt einen Moschusochsen. Gar nichts. Ne? Auch nicht eine Wand, ein Haus, ein Stein, ein großer. Nein, ein Moschusochse, der rennt da überall durch. Das ist mein persönliches Lieblings-Nicht-Raubtier, der Moschusochse. Ist so cool, diese Viecher. Dann soll man niemals irgendwelche Tiere füttern. Warum? Weil bringt völlig deren Lebensrhythmus durcheinander, passt die an eine Nahrungsquelle an, die nun mal kurzfristig zur Verfügung steht, an die sie nicht angepasst sein sollten, sorgt für jede Menge Krankheiten möglicherweise, sorgt für jede Menge Ärger, ist grundsätzlich einfach nie eine gute Idee. An ihren Lebensraum angepasste Tiere finden da genug zu essen, wenn sie dann nicht genug zu essen finden, dann sind sie nicht ausreichend gut an ihren Lebensraum angepasst, dann ist es der natürliche Lauf der Dinge, dass dann von denen halt eben so viele sterben, bis deren Populationsdichte entweder eine Höhe erreicht hat, in der sie dann wieder genug zu fressen finden, oder dass sie halt tatsächlich eben wirklich aussterben, weil sie dann doch nicht ausreichend gut für ihren Lebensraum angepasst wurden. Oder wir sind als Mensch in anderer Form daran schuld, dass sie aussterben. Das ist ja bei den meisten Fällen so. Aber füttern ist auf keinen Fall die Lösung. Also da sind sich inzwischen wirklich alle, die irgendwas mit Ökologie zu tun haben, einig. Eine Wildtierfütterung, absolutes No-Go. Das wird auch in Deutschland immer mehr abgeschafft, diese bescheuerte Idee, dass man anscheinend das Rotwild in Notzeiten, die es nicht gibt, füttern sollte. Also das, da bin ich auch gar kein Freund von, überhaupt nicht. Ist zwar auch umstritten, aber man kann ja nicht bei allem Umstrittenen sagen, es gibt die Meinung, sondern manchmal muss ich auch Fahne bekennen. Und in diesem Fall, ich bin definitiv gegen jede Form von Wildtierfütterung. Ausgenommen Kirrung zu reinen Anlockzwecken. Das ist aber keine Fütterung, sondern das ist wirklich bloß ein kleiner Imbiss. Dass die kommen, den kleinen Imbiss holen und sich eine Kugel. Nach Möglichkeit. Nach Möglichkeit sogar noch eine bleifreie Kugel, wenn wir schon dabei sind. Wichtiger Punkt ist dann gerade eben in zum Beispiel Bärengebieten, dass man sowohl seinen Müll als auch seine Vorräte entsprechend wildlife safe irgendwo aufbewahren sollte. Da gibt es ja für Bären eben diese Empfehlung, 3 Meter weg vom Stamm an den Ast in mindestens 3 Meter Höhe, besser 4, aufhängen und auch nicht weit runterhängen lassen, damit er wirklich in keinster Weise irgendwie ein Bär rankommen kann. Bärenregionen sind natürlich so der krasseste Fall, den es da gibt. Bei uns im Wald halte ich Maßnahmen also die Nahrungsmittel ewig weit weg vom Schlafplatz lagern und so weiter und so fort. Ja, wer ganz große Angst hat in Wolfsgebieten, kann das vielleicht machen, aber auch das halte ich nicht für unbedingt erforderlich. Wer darauf nochmal sicher gehen möchte, okay. Das ist aber in Deutschland dann wirklich nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass man Trash sicher verpackt, also den Müll, einfach damit die Tiere da nicht rangehen, aus dem Müll irgendwas raussuchen, womit sie sich verletzen könnten. In meinem Fall wäre ganz, ganz wichtig, das ist für mich persönlich wichtig, dass ich darauf auch immer gucke, und das mache ich auch, meine beliebten Konservendosen, die ja hin und wieder mal bei mir zum Einsatz kommen, dass ich die dann auch immer so verpacke, dass da nicht irgendein Tier sich dran verletzen kann. Weil die haben ja bekanntlicherweise scharfe Kanten, und wenn da jetzt irgendwer kommt und kriege ich da rein und oh, da ist noch ein kleiner Rest und so weiter und so fort, das ist natürlich dann überhaupt nicht so gut. Deswegen kommen die dann auch immer sofort wieder über Nacht ganz unten in den Rucksack, dass da also auch wirklich keiner nach Möglichkeit drankommt. Mit dem Risiko, dass dann eine Maus kommt und auf die Idee kommt, oh, da knabber ich mich mal durch den Rucksack, zank,
alle schon da gewesen. Also bei mir persönlich nicht, aber hatte da mal eine Gefährtin dabei, deren Rucksack wurde tatsächlich von Mäusen angeknabbert, weil sie die Haferflocken dabei hatte. Also Mäuse sind auch so ein Faktor, der bei Wildlife echt eine Rolle spielt. Dann soll man auf seine Haustiere aufpassen. Das kann eigentlich fast nur ein Hund sein. Was anderes hat man ja draußen im Regelfall nicht dabei. Und zwar genaue Formulierung lautet: Control pets at all the time or leave them at home. Muss man ja wirklich so sagen. Grundsätzlich, Hund dabei haben ist ein Einflussfaktor. Ist ein Risiko, dass Hund auf die Idee kommt, jetzt renne ich hier mal durch die Wildnis und jage irgendwas. Oder erwecke den Anschein, ich werde irgendwas jagen. Ob er das wirklich tut oder nur so aussieht, ist scheißegal für den Einfluss, den das Ganze hat. Ja, also wenn man wirklich in sensiblen Ökosystemen mit dem Hund unterwegs sein will, dann sollte der Hund entsprechend ausgebildet sein, dass er dann auch entsprechend auf einen hört. Oder man muss halt ihn dann wirklich, auch wenn es Wildnisgebiete sind, in Gottes Namen an die Leine nehmen. Halt immer die Kontrolle über das Tier haben. Das gilt in jedem Naturgebiet, wo man mit dem Hund unterwegs ist. Auch bei uns im Wald ist auch so vorgeschrieben. Die Kontrolle über sein Tier muss man in jedem Bundesland jederzeit immer haben. Rennt er einem doch weg, dann könnte es passieren, dass irgendein Jäger auf diese Gelegenheit nur gewartet hat und hatte man einen Hund. Das ist gar nicht so selten, ne? Es nimmt ab, die Häufigkeit solcher Vorkommen und in Baden-Württemberg geht es auch nicht mehr so einfach. In allen anderen Bundesländern ist es nach wie vor möglich und dass dafür mal ein Jäger belangt wird, das kommt eigentlich nicht vor, weil es ist theoretisch immer dann sein Recht, sobald sich der Hund außerhalb des Einflussbereichs des Halters befindet, den dann zu erschießen. Mit so ein paar Abstufungen, aber lassen wir es erstmal so stehen. Und insbesondere soll man Wildlife in sensitive times avoiden, nämlich dann, wenn sie, Moment, Mating, Nesting, Rising Young or in Winter. Dem ist nichts hinzuzufügen, ne? Also in der Paarungszeit, beim Nesten, beim Aufziehen der Jungen und im Winter erst recht von den Viechern wegbleiben. Egal welche Viecher, kein Viech wird sich freuen, wenn du bei diesen Tätigkeiten vorbeikommst, ne? Insbesondere in der Paarungszeit nicht. Da will man ungestört sein. Und dann haben wir noch zum Schluss den siebten Punkt. Der ist eigentlich relativ flott abgehandelt, weil den möchte ich auch gar nicht auf alles eingehen, sondern einfach nur sagen, die anderen Leute respektieren, frei übersetzt. Ne? Also wenn da sonst noch wer rumläuft, freundlich zueinander sein, Hallo sagen, sich gegenseitig nicht auf den Sack gehen, entsprechend Abstand zueinander einhalten. Und wenn man unbedingt singen muss, dann bitte nur, wenn man das auch kann. So meine persönliche Einschätzung der Lage. Okay, hier hinten war noch eine Zeile. Da hatte ich wegen dem bisschen jetzt ein zweites Blatt verbraucht. Arr, na geil, kann man ja Notizzettel daraus machen. Let Nature. Ah! Das ist doch nochmal wichtig. Let nature's sounds prevail. Avoid loud voices and noises. Das betrifft mich. Ich bin ja ein Mensch mit einem relativ lauten Organ, der das auch ganz gerne mal einsetzt. Und dann, das ist sowas, wo ich persönlich an mir echt noch arbeiten muss, wenn ich mit Gruppe unterwegs bin, neige ich dazu, auch gerne mal über höhere Distanzen zu kommunizieren. Sprich, wenn jemand halt 30 Meter weit weg ist, dann ruft man dem halt mal schnell was zu und das sollte man eigentlich lassen. Das habe ich noch nicht genug verinnerlicht. Das ist so ein persönliches Ding, was ich wirklich noch ausbauen muss. Ja, dann sind wir durch und ich hatte ja die Bedeutung und die Anwendung und was man daraus jetzt alles ziehen kann aus diesen entsprechenden Prinzipien am Eingangs ja schon ein bisschen diskutiert, muss da also jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich fand es jetzt wirklich mal einfach interessant, mich damit auseinanderzusetzen. Das hatte ich bis dahin noch nicht gemacht. Der Code für richtiges Benehmen in the Outdoors, den ich bisher angewendet habe für mich, den ich auch kannte, war einmal der Scottish Outdoor Access Code, heißt der, glaube ich. Das ist eine nicht ganz so krasse Variante von dem Ding quasi. Das gilt aber auch für jedermannsrecht in Skandinavien. Wenn man sich das mal genauer anguckt, da steht im Prinzip,
mehr oder weniger bis auf die Details auch ungefähr das drin, was wir hier in dieser Anleitung finden. Die ist halt international und die Organisation, die dahinter steht, hat den Anspruch, das verbindlich für sämtliche Naturgebiete quasi vorzuschreiben. Ne? Jetzt stellt sich die Frage, sind wir der Meinung, und das müssen wir selber entscheiden, dass der deutsche Wald, der ein Forst ist, trotzdem ein Naturgebiet ist und es notwendig macht, sich zum Beispiel eben an, no, sagen wir mal, viele dieser Regeln entsprechend zu halten. Das muss jetzt im Endeffekt jeder selber wissen, weil ich hatte ja, glaube ich, noch zwischendrin mal erwähnt, es kann nur auf Freiwilligkeit beruhen. Man kann das auch vorschreiben, man kann das ins Gesetz schreiben, man kann einen Haufen Zeug verbieten, kontrollieren, kann es aber keine Sau. Und wir wissen alle, die wir vielleicht schon mal eventuell ein Feuerchen gemacht haben, was nicht entdeckt werden sollte, wie vergleichsweise einfach es war, eben genau das zu vermeiden und das Feuer auch nicht entdeckt wurde. Ne? Ob man jetzt das Feuer legal gemacht hat und es trotzdem nicht wollte, dass es entdeckt wird, oder ob es tatsächlich ein illegales Feuer war, das will ich jetzt gar nicht diskutieren und will ich einfach mal so im Raum stehen lassen. Aber vieles, was man im Wald nicht darf, kann man trotzdem machen. Und wenn man sich nicht völlig bescheuert anstellt, dann kommt man auch damit durch. Ne? Das muss uns wirklich klar sein. Es ist eine freiwillige, aus der eigenen Überzeugung heraus resultierende innere Einstellung, die uns, wenn überhaupt irgendwas, dann die dazu zwingt, Zwang in Anführungszeichen, uns vernünftig und umweltschonend in der Natur zu verhalten. Ja, und damit bin ich raus und lasst euch nicht betüxen und bis zum nächsten Mal.